Lufthansa Airlines muss Flüge streichen, Austrian muss keine streichen, aber Lufthansa schickt Personal zur Swiss, da gibt es Stress. Dann gibt es noch weitere Themen, natürlich außer dem Unmut bei der Swiss Crew, die Flottenplanung der Lufthansa für 2023, welche Flieger erwarten uns. Dann gibt es noch eine, soll ich sagen, Scheißhausparole, ich glaube, das Schönere wäre Buschfunk oder sowas. Der 380er soll angeblich wiederkommen und euch interessiert sicherlich auch, was die Austrian-Versteigerung der Trolleys und der Economy-Class-Sitze aus den Langstreckenflugzeugen gebracht hat. Und last but not least, in der Deal-Zone Lufthansa First-Class-Tarif. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Heute wie immer der Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, macht die Glocke an und denkt dran, unten zu kommentieren, uns auch ein Like da zu lassen. Hier heute aus dem sonnigen Berlin Grand Hyatt in dem Vox Restaurant, wo wir auch den Stammtisch haben. Das ist doch eine super Schleife. Wenn ihr heute in Berlin seid, kommt am Stammtisch vorbei. Wenn ihr morgen in Hamburg seid, kommt doch im Park Hyatt zum Stammtisch vorbei. Erstes Thema, die Lufthansa-Gruppe hat über 900 Flüge jetzt im Juni, Juli gestrichen. Warum? Ganz einfach, weil man Personalengpässe hat. Personalengpässe insofern, dass man die Flugzeuge nicht beredern kann. 5% der Flugzeuge bzw. der Umläufe, die geplant waren, werden nicht bedient. Man kann natürlich jetzt einfach sagen, wie Jens Ritter, der CEO von Lufthansa, sagte, dass er den Unmut und auch die Frustration absolut verstehen kann. Auf seinem LinkedIn-Profil hat er es übrigens gesagt. Er meinte, wir befinden uns in einer einzigartigen Situation, in deren mehrere Faktoren zusammenkommen. Im Prinzip ist der einzige Faktor, dass hier ein LKW wegfährt und natürlich der andere Faktor, man hat die Leute entlassen. Das ist das Problem. Und gegen diesen Personalmangel helfen nur Neueinstellungen. Lufthansa hat das Problem erkannt, man ist daran am Arbeiten und man sagt, man sucht zusätzliches Personal an den Stationen Frankfurt und München, so sagt es der CEO Ritter. Austrian Airlines, denen geht es gut, die brauchen keine Flüge streichen, die haben das Personal eingestellt, was sie brauchten, 100 irgendwas Leute sind bei der Austrian eingestellt worden und damit können sie locker den Flugplan bestreiten. Und damit sind das auch gute News für die Freunde aus Österreich. Schweiz. Die Lufthansa schickt 70 Lufthansearten zur Swiss, um dort die Problematik zu entkräften oder entzerren, weil da ja auch Flüge gestrichen werden müssen. Allerdings führt das zu Unmut. Warum? Ganz einfach, weil die Verträge, die dort geschlossen werden, natürlich aus der Sicht der Schweizer Kabine nicht nett sind, weil die natürlich da Wohnungen bezahlt werden, die normalerweise nicht bezahlt werden, was bei Swiss-Verträgen so üblich ist. Natürlich sagt man, dass das keine Besserstellung der Kollegen ist, aber es ist natürlich eine Besserstellung. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich nicht auch erwarten, dass Leute bei der Lufthansa nach die Schweiz gehen und dann in der Schweiz logischerweise eine Wohnung nehmen oder sowas. Also es ist ein 9-Monats-Assignment und da ist es auch üblich, sowas zu bezahlen. Ich kann den Unmut auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite natürlich nicht, man kann halt wirklich nicht sagen, dass der Wohnsitz denn verlegt werden sollte. Kommentiert unten, was ihr von dem ganzen Gewusel haltet, von den drei Themen. Sagt ihr, hey, Austrian richtig gemacht, geil, dass ihr das hingekriegt habt. Lufthansa, eure Mutter hat es nicht hingekriegt. Swiss hat es nicht hingekriegt. Und logischerweise, last but not least, jetzt die Leute da hinzuschieben in die Schweiz, 70 Stück für 9 Monate, halte ich für einen ganz schlechten Stil, wenn er selber Flüge stornieren oder ausfallen lassen müsst. Ein schönes Thema, was bei Lufthansa immer wieder ein Thema ist, ist die Flottenplanung. Gucken wir uns nochmal die Flotte an. Wir hatten zu Corona und zu Covid-Zeiten das so, dass die Lufthansa Flugzeuge einfach stillgelegt hat. Die 340-600er Flotte, die A380er. Und dann hat man jetzt festgestellt, wir brauchen trotzdem die 340-600er, die ja tot gewesen sein sollte. Warum? Ganz einfach, weil das vierstrahlige Spritfresser sind. Aber die sind wiedergekommen. Dann geht es weiter. Man erwartet, die nächsten 10 A350er sollen ja auch mit der First-Kabine kommen. Dann sollen ja auch langsam die 787-9er eingeflottet werden. Der erste ist ja in der Lufthansa-Farbe schon bei Boeing nicht nur gesichtet worden, sondern auch in der Luft gewesen.
Ich hatte ja von dem 3 Jahre alten Flieger gesprochen. Aber nichtsdestotrotz muss der Dreamliner ausgeliefert werden. Ich hoffe, dass das im Juli, so wie Lufthansa das auch antizipiert, passiert. Die 747-400er, aber auch die 340-600er, die sind an ihren End-of-Life-Cycles. Das heißt, also, die haben so viele Starts und Landungen auf dem Buckel, dass die nicht mehr so fliegen können, wie man sich das vorstellt. Und das macht dann doch vielleicht die Lücke auf, weil die auf der einen Seite die Flugzeuge fehlen, auf der anderen Seite, ja, was will man denn machen, wenn man 380er hat? Man hat ja noch 8 Stück in der Wüste stehen in Teruel. Und da hoffe ich doch ganz einfach, dass vielleicht der 380er kommt. Das ist jetzt, ich habe es jetzt genannt, und das ist schon das nächste Thema, Scheißhausparole, aber es ist einfach Buschfunk. Und dass die 380er, die ja das Flaggschiff damals der Lufthansa war, als sie geflogen ist, wieder zurückkommen soll. Des Weiteren gibt es auch noch ein anderes Gerücht, will ich es mal weiter nennen, dass man sagt, hey, wenn die Flugzeuge aus dem Deep Storage kommen, dann muss man etwas an der Business Class machen. Und da soll was an der Business Class gemacht werden, aber die Frage ist, was? Heißt das, dass die neue Business Class kommt? Also wird das nochmal retrofittet oder ist das jetzt etwas, wo man sagt, nö, machen wir einfach nicht. Ich bin da mal gespannt, was da passiert. Würde es euch freuen, wenn der A380er wiederkommt? Ist das für euch so eine Ikone, dass ihr sagt, ja, will ich haben? Ich persönlich, ich finde den 380er phänomenal für Passagiere, ganz besonders in der First Class mit den beiden Toiletten vorne, links und rechts. Aber auch das werden wir sehen, was die Lufthansa da dann draus macht. Charity. Charity war ja auch ein wichtiges Thema. Die Austrian Airlines hat die Charity ins Leben gerufen, dass man Trolleys versteigert, aber auch 11 Sitzplätze. 170 Trolleys waren es, ja, 170 Trolleys. Und da gab es ja auch einige mit Tyrolean-Schriftzug, also wirklich Asbach-uralte Dinge. Und die sind alle aus der 767-Teilflotte gekommen, die stillgelegt worden ist teilweise. 2500 Gebote hat es gegeben von 390 Bietern. Und jetzt haltet euch fest, man hat fast 60.000 Euro gesammelt. Die Auktionsplattform Aurena hat mit der Austrian Airlines zusammen das Ganze veranstaltet. Man hat das Geld jetzt genommen und möchte mit den Spendengeldern Nachbarn in Not Betroffene unterstützen mit Lebensmitteln, Wasserhygieneartikeln, aber auch Medikamente. Und das geht in die Ukraine logischerweise. Finde ich sehr gut. Findet ihr das auch gut? Habt ihr vielleicht so einen Trolley oder so eine Sitzbank ersteigert? Ich hatte ja damals mit Mario darüber philosophiert, ob ich mir eine hole, habe mich dann dagegen entschieden. Weil so bequem ist ein Economy-Class-Sitz am Ende des Tages dann doch nicht, dass ich ihn auch dann irgendwie im Büro oder im YouTube-Studio hängen haben müsste oder stehen vielmehr hängen, würde ja auch nichts bringen. First-Class-Angebote, Lufthansa aus Sofia, Bulgarien, da gibt es Johannesburg, Bangkok, Singapur, alles so ein bisschen nördlich der 3.500, 3.600 Euro, auch Delhi, Bangalore, Sao Paulo, auch für 3.7, ein bisschen Rio de Janeiro für 3.5, also ein guter Preis ist in meinen Augen, Buenos Aires sogar ab 3.7 ungefähr. Mindestaufenthalt sind 6 Tage, Maximalaufenthalt sind 12 Monate, Erstattung ist nicht möglich. Buchungsklasse ist First A, gibt die 300% oder J gibt natürlich dann die 200%. Denkt dran, die Meilenaktion von der Lufthansa endet jetzt am 30.06. Vielleicht erfahren wir ja demnächst, was es für neue Folgeaktionen ab dem 1.07. gibt. Stay tuned, ich gebe euch nur den Hinweis, wer bis zum Ende geschafft hat. Ich empfehle euch morgen 19 Uhr schauen, da erfahrt ihr es exklusiv nicht unbedingt, aber rechtzeitig und früh, was die Lufthansa da vielleicht geplant hat. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV und der Take-Off-Folge und danke, dass ihr geschaut habt. Ich hoffe, dass ihr heute vielleicht zum Stammtisch kommt oder morgen in Hamburg und logischerweise ganz, ganz wichtig, kommentieren, liken, abonnieren und Glocke an. So einfach geht das. Also bis morgen in Alter und in Frische. Danke, bis dann. Ciao. Jedes Mal bei denen...